Willkommen zurück zu Let's Play Digimon Story Cyber Sloth. Im letzten Part, ja, sind wir wieder auf Arata getroffen und haben alle drei zusammen gehabt, aber wurden von einem komischen Tentakel-Kraken-Monster-Ding angegriffen. Wir hatten keine Chance, es zu besiegen, obwohl uns auch Agumon und Gabumon helfen wollten. Im Endeffekt sind wir davon gerannt, aber wir haben es nicht geschafft, wie die anderen uns auszulocken. Zumindest hat es so ausgesehen, dass es die anderen geschafft haben. Und als wir gefallen sind, wurde es plötzlich wieder so komisch verschwommen und keine Ahnung. Und im nächsten Moment sind wir mitten in Shinjuku, hieß es glaube ich, aufgewacht, mitten auf einer Kreuzung. Nein, das war nicht geplant. Und ja, waren plötzlich in diesem Körper. Wir sind nur noch Materie irgendwie, digitale Materie in der echten Welt. So, und hier geht es jetzt anscheinend auch weiter. Ja, Bukamon, Botamon und Punimon haben wir jetzt da vollständig gescannt. Der Ausgang? Er ist weg. Ich glaube, ich kann einfach, ich kann den Weg nicht mehr zurückkommen, in dem ich gekommen bin. Okay, aber wir sehen immer noch so aus. Ich habe gedacht, vielleicht würden wir jetzt wieder normal aussehen. Ist das Eden? Sieht ganz nach aus, ja. Das ist Kyoko Kuremi. Kannst du mich hören? Ich habe dich fast verloren, aber ich habe die Spur zurückverfolgen können. Was soll jetzt passiert? Es hat ausgesehen, als wirst du einfach nur in das Terminal reingezogen und bist einfach verschwunden. Ah, ich verstehe. Ich denke mal, du bist durch das tatsächliche Netzwerk... du bist durch die Netzwerklinien selbst gegangen. Also durch die Verbindungen. Das Office Terminal ist mit dem... ist mit Eden Network verbunden. Also bist du auf den Wellen der Kabel als Daten geritten und bist in Eden aufgetaucht. Okay. Also sieht für dich das Netzwerk genauso aus wie Straßen. Das ist trotzdem ziemlich schockierend zu sehen, dass du einen so direkten, dass das so eine direkte Transition, also einen so direkten Übergang zwischen der realen Welt und der digitalen Welt machen kannst. Sich einfach in die digitale Welt zu stürzen, indem man einfach nur das Terminal anfasst, das ist ein Sprung. Von nun an nenne ich diese Fähigkeit von deiner Verbindung. Oh Gott. Ein Verbindungssprung. Da habe ich kurz aufgestoßen. Was für ein glücklicher, kleiner, unerwarteter Unfall. Okay. Du kannst jetzt also umschauen, um nach ein paar Avatar-Daten zu suchen. Begib dich nach Kowloon. Es gibt genug Mülldateien, die dort herumliegen in Kowloon. Es soll ziemlich einfach zu finden, was du brauchst. Okay, wir sind in Open Space. Ah, die Frage ist, wenn wir nach Kowloon gehen, dann kommt wieder das Vieh. Jeder Hacker, der seinen Ruf was wert ist, nimmt abnormale Staaten nicht leicht. Sie können mit der Zeit zwar abklingen, aber es wäre ein ziemlicher Nachteil, wenn du sie einfach in Ruhe lässt. Was ist verkehrt mit dir? Nee, du hast nichts zu sagen. Du brauchst nicht sagen. Dein Avatar ist ein abnormaler Status, hä? Ein erfahrener Hacker wie ich weiß alles davon. Also lass mich dir einen kleinen Rat geben. Geht's den Admins und sag ihnen, dass sie es gescheit wieder machen sollen. Sehr gut. Du möchtest niemals wenig Items haben, wenn du aus Dungeons raus willst. Achso, du möchtest niemals von Items, keine Items mehr haben, die dich aus den Dungeons rausbringen. Dein Export, dein Heimgate. Oh, es wird einmal was passiert. Du solltest den Admins davon was erzählen. Was hast du gemacht, dass es so, dass sowas passiert ist? Ist es irgend so eine Art Fehler oder ein Hack? Na, wenn ich das wüsste. Es gibt nicht sowas wie, dass man zu wenig Heil-Items haben kann. Das ist nur ganz normales Wissen für einen Hacker. Ich habe immer extra drei. Aber was spreche ich mit einem Noob wie du? Ich hoffe, keiner hat mich gesehen. Los, geh schon weg. Okay. Was machst du? Dieser Ort ist, ist nur für Mitglieder. Wie wirst du hier reinkommen, ohne einen Pass zu haben? Und dein Avatar ist wirklich merkwürdig. Bist du irgendwie so ein Rookie-Hacker? Ja. Wie bist du hierher gekommen? Ich weiß, dass
Ich weiß, dass ich den Raum geschlossen habe. Ist das ein Bug? Tja, das ist die Frage. Wer sollst du sein? Bist du ein Teilnehmer von diesem Chatroom? Ich habe noch nie so einen Avatar vorher gesehen. Ich auch nicht. So, Agurumon haben wir inzwischen auf Level 10. Wollen wir nochmal sehen, dass wir jetzt hier durchjumpen können. Dieser Weg. Komm schon. Was? Ich denke, ich sollte in die Richtung der Stimme gehen. Also, wir folgen gerade immer nur dieser Stimme. Warst du das? Oh, 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 ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ja, wir können deine Stimme hören. ここはデジタルワールドとカスカに交わるデジモンたちの楽園。私はミカグラミレイ。あなたにこの楽園を解放してあげる。オッケー。知らないで知らないで特に問題ないわ。時が来ればおのずと知ることになるはずだから。 Okay. Gib mir Geheimnisse. Digi-Lab? Digital Monster Laboratory. Tarlabo, Montori, Dekushikata wa jiyou da keido. Watashi wa Digilabo o susumu shite iru wa. Okay. Watashi ga anata wo yonda. Sore wa sukoshi chigau wa. Anata ga watashi wo yonda. Was? Anata wa Digimon to fukaku majiwari hajimete iru. Okay. その運命の交差に私は引き寄せられ、あなたを見つけた。つまり私はあなたに呼ばれたのよ。話はこれくらいにしましょう。まずはここがどういう場所か、自分の目で確かめてみて。Okay, das Digi Lab. Erinnert ihr euch, ob ihr es bei mir gesehen habt oder auch selber gespielt habt, Digimon World 2003 hatte ebenfalls ein Digilab. Man konnte es durch diesen Doktor oder durch Piximon ansprechen und dort konnte man seine Digimon austauschen, Digitationsformen auswechseln, Angriffe übernehmen und so weiter und so fort. Das hier ist anscheinend genau dasselbe. Wir haben die Digibank, wo wir unsere Party organisieren können, digitieren und dedigitieren können und mehr. Das Piximon halt, Digifarm, das ist neu. Man kann seine Digimon entwickeln, indem man sie trainiert oder füttert. Mirror Dungeon, man kann Dungeons nehmen, die man schon mal geklärt hat. Shop kann man für Digifarm Items kaufen. Colosseum Network Battle. Oh, kann man gegen andere kämpfen? Geil. Und Medical Machine ist, um Digimon HP und SP herzustellen. Okay, das wird interessant. Okay, das ist nichts. Das hier ist das Kolosseum, nehme ich an. Oh, das wird interessant. Kann man kompetitives Digimon spielen? Das ist mal was Neues. Oh, das wird interessant. Aber es wird auch verdammt schwer, weil drei Digimon gleichzeitig, da gibt es so viele Taktiken, das ist wie bei Pokémon 3 kämpfen, da kann man so viel merkwürdige Sachen machen. Mirror Dungeon. By using the shortcut gates prepared by Mikagura. Okay. Kann man Dungeons betreten, die man bereits schon mal besucht hat. Okay, dann kann man halt noch Digimon Scan-Daten und sowas bekommen. Das hier ist der Shop. Okay. Ist alles ziemlich teuer. Exciting Meat. Dieses Cam on Rare Occasions. Usable in Digifarm. XP for Fire Attribute Digimon. Earth Wind. Increase the quality of item made in development farm goods. Increase the precision of searches. Okay. Hilft uns halt jetzt gerade anscheinend noch nichts. Okay, kann man sich für 200 Yen heilen? Digifarm. Digimon, die man sich auf der Digimon Farm hatte, werden mit der Zeit Erfahrung bekommen. Also so ähnlich wie die Pensions in Pokémon. Indem man ihnen noch irgendwelche Anweisungen gibt, haben sie verschiedene Effekte. Okay, dann schauen wir doch mal rein.
Farm Island 1, Standby. Farm Goods. Okay, ich habe halt noch nichts. Aber da kann man anscheinend halt sowas machen, dass man halt zum Beispiel mehr Erfahrung kriegt oder schneller oder man kriegt mehr Angriff oder keine Ahnung. Island Expansion. Zwei Arten von Items werden benutzt, um einen Farm Island zu expandieren. Farm Development Kit oder Farm Expansion Plugin. Okay. Und Islands kann man anscheinend auch noch dazu bringen. Wir können das alles aber noch nicht nutzen. Dann schauen wir uns nochmal die Bank an. Digitieren macht deinen Digimon in stärkere Version von sich selbst. Indem man sich digitiert, geht ein Digimon zurück auf Level 1, aber sein Max-Level wird erhöht und die Abilities werden erhöht. Es gibt mehr als eine Digitationsroute und Digimon können in verschiedene Formen digitieren. In ihren Digitationslinien stehen, wenn die verschiedenen Sachen getroffen sind, also die verschiedenen Voraussetzungen getroffen sind. Es gibt auch Digimon, die man bekommen kann, wenn man zwei Digimon zusammen fusioniert durch die DNA-Digitation. Auch können Digimon eine Digitation machen. Es wird sie schwächer machen, aber es wird ihr Max-Level erhöhen und ihre Abilities. Abilities-Effekten und anderen. Okay, also wir können uns dedigitieren, wir können uns aber auch weiter digitieren. Load Digimon. Okay, also man kann andere Digimon absorbieren, um sein eigenes Digimon höher werden zu lassen, okay. Digi-Convert. Ah, okay. Also hier, bei 200% hatten sie richtig gute Fähigkeiten und bei weniger Prozent haben sie halt nicht unbedingt die Fähigkeiten, aber halt andere Sachen. Okay. Move Digimon. Party, Bank, Memory Up. Könnten wir uns jetzt digitieren? Das würde ich gerne wissen. Motimon. Okay, wir könnten zu einem Motimon werden. Und wir könnten zu... Oh, was bist du? Keine Ahnung. Ich erkenne es nicht. Wir könnten aber zu einem... Es sieht irgendwie aus wie Numemon mit Flügeln. So zwei Augen zumindest. Das ist auf jeden Fall Gardromon. Das ist Damon und das ist Sukamon. Hm. Aber noch können wir nicht digitieren, okay. Wir können konvertieren. Und ich würde sagen... Wir müssen gleich zu Numon und Dingens oder machen wir Ponymon? Kann ich mir die jetzt einfach nehmen? Hey, wir haben ein Tsunomon mit Bubbles. Dann wollen wir auch noch Kokomon konvertieren. Dann nehmen wir uns noch Oyomon mit. Oder sollte ich das halt wirklich aufheben, bis ich die 200% habe? Muss ich die dann nochmal neu scannen, um die nochmal zu machen? Oder wie läuft das jetzt? Ich mache die jetzt einfach einmal komplett. Und dann sehe ich es ja. So, jetzt kann ich Digimon laden. Nee. Return to Data. Okay, damit kann man sie wieder zurück in Scan-Daten verwandeln. Genau, hier auf der Bank habe ich die jetzt wieder. Da könnte ich die jetzt zum Beispiel wieder zurückmachen, wenn ich sie jetzt halt nicht brauche. Okay, interessant. Dann will ich Digimon bewegen. Kurumon. Komm mal bitte mit in die Kiste. Und auch du kommst mit. Zudem möchte ich Poyomon dabei haben.
Und auch das Bukamon nehme ich mit. Habumon. Kann ich auch mitnehmen. Einfach nur, um zu sehen, was denn los ist. So, ich vermute mal, euch kann ich auch noch nicht digitieren. Dich könnte ich aber vordigitieren. Hoyomon ist die Vorentwicklung von Bukamon? What? Das ist mir neu. Level 3 brauche ich. Da, Poyomon wird normalerweise nämlich zu dem hier, zu Tokomon. Würde schon sagen. Aber okay, sprechen wir mal mit dir. Und hast das Digi-Labor verstanden? Alles, was hier ist, ist dazu da, um dir zu helfen. Also benutze sie gut. Okay. Ich denke mal, dass ich verstanden habe. Darf ich jetzt einfach wieder gehen, oder was? Hast du das Digi-Labor verstanden? Benutze es vorsichtig, um weiter mit dem Digimon zu interagieren. Lass mich also sehen, ob du die Person bist, die ich denke, dass du bist. Ach, und noch ein letztes Ding. Ein kleines Geschenk für dich. Hä? Wir haben einen Hacking-Skill bekommen. Hacking-Skills sind klasse in Verbindung mit Digimon. Aber sind gefährlich, wenn man sie für... Ja, für schlechte Dinge nutzt. Wie du deine Skills benutzt, ist deine Sache. Vergiss das niemals. Du kannst deine dein spezielles Band mit den Digimon verstärken. Lebe mit ihnen. Teile ihre Freuden und ihre Trauer. Und wachse mit ihnen. Indem du auf das Band mit deinen Digimon vertraust, werden sie sicher ihre Hilfe anbieten. Es ist eine sehr wichtige Fähigkeit. Es wird sogar dein Leben ändern. Der Verbindungssprung ist, deine interessante Fähigkeit nennst. Ich kenne diese Kraft nicht. Es ist wie ein Hacking-Skill, aber nun, anders. Aber ich bin sicher, es ist ein Skill, der dir in sehr vielen Wegen helfen kann. Ich sehe dich später. Pass auf dich auf. Hacking-Skill. Wenn man auf dem Feld ist, drücke den Viereck-Knopf, um das Hacking-Skill-Menü zu öffnen. Hier kannst du deine verschiedenen Fähigkeiten deiner Digimon nutzen. Um ein Skill zu nutzen, müssen die Digimon in der Party die richtigen Konditionen treffen. Ja, und das kannst du halt im Digivice oder im Player-Menü nachschauen. Du wolltest erst nach Kowloon, denke ich, an. Das ist nur... Also nur dieses eine Mal lasse ich dich den speziellen Ausgang nutzen. Beim nächsten Mal musst du den Access Point nutzen, wenn du, solltest du den Access Point nutzen. Okay. Access Points. Übertragungsteile. Okay, also in der echten Welt sind die Dinger, dadurch kann ich nach Eden oder zum digitalen Lab kommen. Oder wenn ich in Eden bin, kann ich damit nur zum digitalen Lab kommen. Das heißt, ich kann jetzt hier nicht wieder zurück in die echte Welt. Macht Sinn. Und ansonsten? Wo könnte ich hiermit jetzt hin? Achso, ich kann mich nicht ausloggen, das ist ein Auslog-Ding. Okay, wir haben jetzt also Koromon und Tsunomon bei uns. Ich kann Wallcrack Nummer 1 machen. Und ich kann Function Call machen. Increases Encounters. Kann ich aber nicht einsetzen, okay. Dann schauen wir nochmal. Player. Hacking Skill. Man muss wenigstens ein Digimon haben. Okay, dann. Das ist kein Problem. Function Call. Das ist ein neutrales Digimon. Was ist bitte ein neutrales Digimon? Kann ich das irgendwo sehen? Den Status meiner Digimon oder sowas? Sehe ich denn, dass die neutral sind? Hier, Gabumon. Kannst digitieren. Sieht man das auch irgendwo? Stats?
Okay, da sieht man dann, was es auf Level 99 sogar hätte. Okay. Aber ob es jetzt neutral ist oder nicht, keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Na gut, schauen wir mal. Es war jetzt ziemlich viel Exposition, aber... Hacking Skill Wallcrack. Du kannst sichere Firewalls brechen, die deinen Weg blockieren und dann deinen Weg weiterführen. Dieser Skill hat verschiedene Level, je nachdem wie stark die Firewall ist. Und du wirst nicht in der Lage sein, eine Firewall niederzumachen, wenn dein Wallcrack-Level nicht hoch genug ist. Ja, macht Sinn. So, das funktioniert, okay. Vielleicht war hier kein Demon auftaucht, vielleicht kann ich deswegen nicht einsetzen. Das ist eine gute Möglichkeit. Ich sollte aber trotzdem mal zwischendurch speichern. Ich bin's. Oh, ich bin endlich durchgekommen. Ich habe dein Trace-Info verloren, aber musst dich wieder suchen. Wo bist du dieses Mal hingegangen? Zum Digilab? Ich verstehe. Also bist du in Asumirai Mikagura getroffen. Ja, du könntest sagen, dass wir uns kennen. Jedenfalls, aber das ist eine natürliche... was, ein natürlicher Vorwärtsdrang? Also, Progression ist, wenn man weitermacht. Also, wenn man Fortschritt macht. Ein natürlicher Fortschritt, wo du sie treffen würdest. Hm. Du hast echt das merkwürdigste Glück. Also, okay, dann lass uns weitermachen mit dem, was wir eigentlich vorhatten. Was, du bist schon durch die Firewall durch? Gut gemacht, das hat mir einiges Zeit gespart. Alles klar, dann machen wir das nächste. Ich habe das Areal bereits gescannt und die Key-Junk-Daten markiert. Junk-Data wird dir als Bodyparts helfen und du wirst losgehen und einige davon einsammeln. Okay, das ist halt nicht unbedingt das Optimalste, aber immerhin. Dann hat sie auch wieder recht. So. Tutorial Digiline. Das ist ein Tool, um mit Leuten zu kommunizieren, die nicht am selben Ort sind. Du kriegst Nachrichten von deinen Freunden und Digimon deiner Digifarm. Okay. Du solltest auch antworten, wenn da irgendwas ist. Okay, also Digiline? Nein, das war Field Guide. Da ist die Digiline. Habe ich dich überrascht? Aber das ist die Digiline, was die Digiline ist. Lass uns mal einfache Sätze benutzen, die du lernen von deinen Freunden und Klienten kannst. Demo fahren wir. Okay. Dann reply. Got it. Okay. Ob man damit auch. Ich vermute mal nicht, dass man damit mit anderen Spielern chatten kann, aber dafür gibt es ja direkt. Unsere Sachen. So, was ich aber machen wollte, ist speichern. Wenn ich denn endlich mal das Speicherding finde, da das Save. So, auch den Part mache ich noch ein bisschen länger. Einfach weil jetzt am Anfang sehr viel Digilab war. Und ich will doch mal gerne Goromon und Tsunomon ausprobieren. Hi. Ich vermute mal, dass das so eine Datei ist, die er sie gemeint hatte. Okay, und ich muss dafür kämpfen. Alles klar. Register to Field Guide. Scan-Daten von Digimon, die gesammelt werden. Und die Digimon, die registriert zum Field Guide werden von deinem Digivice. Okay, also man kann halt die Daten sammeln, dann einsetzen und dann kann man Freunde machen mit denen und indem man sich dann noch weiter digitiert und sowas, kann man eben den Field Guide immer weiter erhöhen. So. Noms. Das war verdammt stark. What? Kann es sein? Ja. Meine Kleinen sind vom Angriff her stärker als Hagurumon, kann das? Ah,
Aber wir haben einen Avatar-Park. Das wollte ich mal kurz nachgucken. Ah ja, hier kann ich einfach hingehen. Stärke 30. 48, ja. Wow, die sind einiges stärker. Bagurumon hat halt dafür um einiges mehr Verteidigung und Intellekt. Frage ist halt, was nochmal genau mit Intellekt dann gemeint ist. Hm. Okay. Das ist schon mal interessant, dass wir natürlich nicht den physischen Angreifer genommen haben dieses Mal. Im Gegensatz zu dem, was ich sonst immer mache. Ah gut, wir können jetzt wieder neu das Zeug sammeln. Da, Physical Attack. Also, ich muss nur einen speziellen Angriff finden, damit Agurumon wirklich sinnvoll ist im Endeffekt. Ansonsten sind nämlich tatsächlich die anderen stärker. Boom. Und zwar um einiges. Wow. Okay, das ist interessant. So, haben wir auch gleich mal ein paar Level-Ups. Oh, what? Die anderen Digimon kriegen auch Level. Also ähnlich wie bei Digimon Adventures. Kriegen die aber weniger oder kriegen die genauso viel? Ach, keine Ahnung. Alles solche Fragen, die sich noch klären müssen. Hm. Ich vermute mal, dass ich da noch nicht hin soll. Ich schaue mich erstmal woanders um. Ob da hinten was ist. Kann aber auch gut sein, dass ich da oben durch die Wand soll. Ich meine, können wir ja jetzt hacken. Kann ich hier jetzt eigentlich? Ja, hier kann ich jetzt den Function Call einsetzen. Wodurch mehr Digimon auftauchen sollten. Aha. Hier gibt es also auch noch ein bisschen was. SP-Kapsel. Da vorne ist noch ein Teil. Da habe ich jetzt nicht ganz gelesen, was es ist. So, wer greift zuerst an Pokémon? Bye, bye. So. Kromon und Zunumon sind ganz schön heftig. Ja, und anscheinend kriegen die echt komplett die Erfahrungspunkte. Cool, hell. So, dann wollen wir mal sehen. Oh, Gozumon, Biomon und irgendein anderes Ding. Typen und Attribute. Digimon haben alle Typen und Attribute, die ihre eigenen Vor- und Nachteile haben. Ein Digimon-Typ wird mit einer... ja, wird eben mit diesem komischen Zeichen da gezeigt. Und das Attribut ist durch die Farbe gezeigt. Eine gute Affinity ist schon mit einem roten und eine schlechte mit einem blauen Ring. Okay. Also Vaccine ist gut gegen Virus, Virus ist gut gegen Data und Data ist gut gegen Vaccine, alles klar. Oh ne, andersrum, was? Ne, doch, Beneficial. No Relation gleich 3, okay. Was ist gut gegen Feuer? Feuer gut gegen Pflanze, Pflanze gegen Wasser. Erde gegen Elektrizität, Elektrizität gegen Wind, Wind gegen Erde. Und Licht gegen Dunkelheit. Okay. Also gegen Gozumon zum Beispiel habe ich einen Vorteil. Dann geben wir dem mal gleich einen Cockrusher ran. Oh yeah. Das ist anscheinend nichts Vorteilhaftes. Nee. Ist ein Magic Attack. Da greifen wir aber lieber so an. Puh, und das ging ganz schön schnell weg. Ah, das Ding hat ein bisschen mehr Verteidigung. Okay, aber bye. Okay, so langsam lernen wir immer mehr über das Spiel. Wir haben einen Avatar-Part bekommen. Und wollen nochmal an die Digi-Line gucken, mal sehen, was wir denn hier sagen. Seid schneller, eine schnelle Nachricht. Ich bin erstaunt. Sonst aber anscheinend noch nichts weiter Wichtiges. Gut, dann würde ich sagen, belassen wir es dann hierbei. Fangen nochmal schnell die Bubbles ab. Wow, das war viel Schaden.
Okay. Aber direkt wieder Level-Ups hier. Wodurch ich direkt wieder geheilt bin. Ha! Gut, aber was ich sagen wollte, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn wir dann da oben die Tür aufmachen wollen, wo der Typ davor stande. Denn jetzt können wir selber hacken. So. Agumon, du machst mal bitte das Feuermon kalt. X-Ross Chain Attack. What? Was war das? Krieg ich dafür bitte auch ein Tutorial? Ich habe nämlich keine Ahnung, was das gerade war und ob ich das hätte irgendwie beeinflussen können. Battle Commence, Types and Attributes. Ne. Bekomme ich vielleicht später nochmal. Und hat einfach nur Glück, dass es jetzt schon gekommen ist. Oh Mann, das wird noch lustig. Das alles herauszufinden und zu wissen, was ich denn am besten mache. Flops, da, diesmal kam zum Beispiel keine. Da ist das nur eine Wahrscheinlichkeitsanzeige, wann ich eine Combo bekommen kann. Ich habe halt nur den einen Strich, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich so einen X-Ross-Angriff nur bekomme, nur relativ schlecht. Ah gut, dann wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal und dann wollen wir hier die Fireball niederreißen. Also, bis dann!